Tja, von einem kühlen Bad in einem warmen Badesee des Saarlandes kann unser lieber Wetterfrosch Philipp Unterschütz nur träumen. Bereits 100 Stunden dauert sein qualvolles Martyrium jetzt an. Neuigkeiten im Fall Unterschütz, die bekommen Sie jetzt. Wetternews. So, fertig. Hey, ist ja von gestern. Vollidiot, geh die Zeitung von heute. Oh, warum ich dann? Oh, oh, oh. Mensch. Also, nimmst du Geld dabei? Nee, gehört schon früh. Wochenende. Ich komme. Oh, Sonne. Und die Bildzeit, mein Gott, sind das Idioten. Ah, die Sonne. Endlich wieder. In der Nacht wird es so ein wenig kühler werden, aber morgen geht es so sonnig weiter und auch das Wochenende bleibt schön. Wie die Temperaturen im Einzelnen aussehen, das kann ich Ihnen jetzt verraten. Saarbrücken, sonnig, 23 Grad. Homburg, leicht bewölkt, 22 Grad. Saarlouis, leicht bewölkt, 24 Grad. Merzig, wolkig, 21 Grad. Neunkirchen leicht bewölkt, 22 Grad und St. Wendel wolkig, 20 Grad. Ach, wird das schön, das Wochenende. Sonnig und auch das Biowetter sieht optimal aus. In der Nacht die Abkühlung sorgt für einen angenehmen Schlaf. Aber ich glaube, ich kann ja nicht bleiben. Ich muss weg. Original hier. Kann ich mehr. Ich glaube, ich werde immer noch verfolgt. Das Wetter ist ja momentan gut, aber ich bin ein zu großer Risikofaktor dafür. Ich muss hier weg. Tschüss.